Immer mehr Menschen müssen bei ihrem Einkauf strikt planen. Extras sind eine Seltenheit. Für alle jene, die sowieso schon an der Armutsgrenze leben oder gar kein Dach über dem Kopf haben, ist die Situation noch dramatischer. Um Armutsbetroffenen in der Vorweihnachtszeit eine kleine Freude zu machen, organisierte DM Drogeriemarkt gemeinsam mit Bio Austria auch 2022 wieder Festessen für Obdachlose in ganz Österreich. In über 30 sozialen Einrichtungen wurde mit viel Liebe gekocht und serviert. Die Chance, die man bei DM da kriegt, im Zuge von diesem Mehr vom Leben-Tag wirklich einen Tag zu investieren in soziale Projekte, ich glaube, das ist was irrsinnig Schönes. Und die Chance wollte ich unbedingt nutzen und uns das nur mal bewusster zu machen, dass es einfach Leute gibt, die nicht jeden Tag ein Zuhause haben, wo sie hinkommen können und wo sie übernachten können, sondern die sich jeden Tag von Tag zu Tag denken müssen, wie überlebe ich jetzt auf der Straße. Und das sind dann so Einrichtungen, wie sie da sind, die diesen Menschen einfach wirklich einen Halt geben. Und das ist irrsinnig schön. Man muss hoffen, dass die Welt besser wird. Wir jammern oft wirklich auf so einem hohen Niveau, was ich, das passt nicht und das passt nicht. Ich glaube, wenn das jeder mal macht, einen Tag so auf der Straße wirklich leben, dann schaut jeder anders auf sein Leben, was er wirklich eigentlich hat. Meine Aufgabe bei der Caritas sind Unternehmenskooperationen. Und da sage ich schon mal ein großes Danke an DM, die uns ein ganz wichtiger Kooperationspartner sind. Es freut mich natürlich immer wieder, wenn man ein Unternehmen findet, was uns unterstützt. Weil da weiß man gleich, ah super, jetzt können wir wieder beim Helfen. Die rechnen dann immer gleich in Essen um, wie viel Essen, das wir finanzieren können. Das macht dann schon eine große Freude, wenn man da gemeinsam miteinander helfen kann. Auch im Tageszentrum des Sozialen Wohnservice Wels haben sich DM-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert. Hier wurde gemeinsam mit den Betroffenen gekocht und gefeiert. Ohne Berührungsängste, aber dafür mit ganz viel Herz. Das Brutzeln des Herdes tut gut. Die Damen und Herren sind sehr, sehr, sehr tolle Menschen. Und es macht Freude, eben da mit Menschen, die man nicht kennt, einfach so ein Projekt durchzustarten und umzusetzen. Das ist echt cool. Das ist ein irrsinnig spannender und ereignisreicher Tag, den man da erlebt. Wenn man Menschen da was zurückgeben kann und da einen gemeinsamen Tag zu verbringen, das ist was irrsinnig Schönes. Und natürlich jetzt in der Vorweihnachtszeit auch noch, das berührt an. Ja. Die Betroffenen habe ich so erlebt, sie waren immer voll freudig. Also sie haben so eine Freude gehabt mit dir und haben das auch voll dankend angenommen. Und ja, da gefällt man sich selber dann auch voll. Das ist halt einfach wirklich was Besonderes. Da hat man wieder ein bisschen Lebenslust und ein bisschen Freude am Leben. Und man vergisst halt den Alltag dann bei solchen besonderen Anlässen. Da geht das Herz auf, da kannst du reden, lachen, essen. Das ist schon was Besonderes, das hat man nicht oft. Danke, liebe DM-Kundinnen und Kunden, für eure freiwillige Spende. Und danke, liebe DM-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für euer Engagement. Gemeinsam konnten wir über 2000 Menschen, die es besonders schwer haben, unvergessliche Momente in der Weihnachtszeit schenken.